Wie erkenne ich einen Verdrängungsmechanismus? In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Verdrängung aufgrund von sexuellem Missbrauch und Gewalterfahrung erkennen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ursula Schulenburg. Ich bin Autorin, Life-Coach und Ausbilder und Gründungsmitglied des Opferschutzvereins Elfaro. Verdrängung, was ist das? Verdrängung ist der Prozess, bei dem traumatische Erlebnisse aufgrund von zum Beispiel sexuellem Missbrauch oder Gewalt aus dem ganz normalen Tagesbewusstsein ins Unterbewusste verdrängt werden. Diese Verdrängung geschieht, weil die Betroffenen aufgrund der Schwere dieses Erlebnisses nicht in der Lage sind, es zu verarbeiten und für sich anzunehmen. Und dann dieses Erlebnis von ihrem Tagesbewusstsein abspalten und ins Unterbewusste verdrängen. Wenn du mehr über das Thema Verdrängung und zu diesem Phänomen erfahren möchtest, dann schaue meine anderen Videos zu dieser Serie. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, wie man einen Verdrängungsmechanismus bei sich selbst und bei anderen erkennen kann. Verdrängung, wir haben es gesagt, ist das Phänomen, ist der Prozess, bei dem Bewusstseinsinhalte abgespalten und ins Unterbewusste hinein bzw. weggedrängt werden. Nur weil Erlebnisse verdrängt werden, heißt es aber noch lange nicht, dass sie nicht stattgefunden haben. Gerade bei sexuellem Missbrauch und Gewalt sind meistens körperliche Verletzungen mit im Spiel. Das heißt, und dieses Phänomen kenne ich aus der Selbstbetroffenheit, aber auch aus meiner Arbeit im Opferschutzverein, dass Menschen morgens nach dem Aufstehen ihren Körper betrachten und sehen, dass sie übersät sind mit blauen Flecken. Und schockiert sind, weil sie sich nicht erklären können, wo die herkommen. Sie haben ein ungutes Gefühl. Vielleicht haben sie Blutung. Vielleicht haben sie im Vaginal- oder Analbereich. Haben andere Verletzungen, die ganz deutlich auf eine Misshandlung hinweisen. Aber ihnen fehlt die Verbindung zu dem, was passiert ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen generell in solchen Situationen sich verhalten. Es gibt solche, die eben jetzt hier diese körperlichen Symptome nicht verdrängen. Sie wahrnehmen, aber die Verbindung zu dem, was ihnen passiert ist, nicht herstellen können. Andere sehen die körperlichen Symptome und ja, verdrängen diese. Verdrängen die körperlichen Schmerzen, die oft in den meisten Fällen unerträglich sind. Der Mechanismus hilft ihnen weiter im Alltag funktionieren zu können. Das heißt, Wunden werden übergeschminkt, blaue Flecken zum Beispiel, und die Psyche dieser Menschen findet Erklärungsmodelle, wie diese blauen Flecken oder wie überhaupt diese Verletzungen entstanden sind. Und tut das auf so eine, ja, ich möchte mal sagen, geniale Art und Weise, auch wenn es dramatisch und traumatisch ist, dass sogar der Betroffene selbst an diese Lügengeschichte glaubt. Nicht wirklich. Aber die Lügengeschichte von ich bin die Treppe runtergefallen ist leichter zu ertragen, als sich einzugestehen, mein Partner hat mich geschlagen oder der Täter meiner Vergangenheit, zum Beispiel der eigene Vater oder ein Nachbar, ein Onkel, hat mich als erwachsene Person heimgesucht. Mit diesem Umstand leben zu können, mit diesem unendlich großen Trauma leben zu können, erfordert ganz viel Kraft, den die meisten Betroffenen in so einer Situation nicht haben. Gerade weil, und auch das Thema habe ich in einem Video besprochen, gerade weil die Vorgeschichte meistens unendlich lang ist. Die meisten Traumata im Erwachsenenalter haben ihren Ursprung tatsächlich in der Kindheit und Jugend. Wie erkenne ich jetzt also einen Verdrängungsmechanismus? Zum Beispiel, indem körperliche Symptome da sind, die der Betroffene nicht wirklich erklären kann, beziehungsweise dazu eine Geschichte erzählt, die irgendwie nicht stimmig klingt. Wenn diese Person erzählt, wie sie sich zum Beispiel das blaue Auge geholt hat oder warum sie immer so blass aussieht und das erzählt, dann spürt man, dass
dort eine Unterbrechung ist, quasi ein Abgrund zwischen dem, was sie sagt und dem, was ihr Gefühl rübergibt. Nehmen wir das Beispiel, jemand ist gestolpert und tatsächlich ein paar Stufen die Treppen heruntergefallen. Dann wird er das erzählen und man sagt, Mensch, das ist echt doof, echt dumm gelaufen. Das Gefühl, was dieser Mensch rübergeht, ist, das war richtig scheiße, das ist so. Das ist ein gewisses Gefühl, was rüberkommt, was man genau mit diesem Ereignis, ich bin die Treppe runtergefallen, verbindet. Es ist nicht schön, aber es ist von der energetischen Größe her, also es hat eine gewisse energetische Größe. Wenn jetzt ein Mensch erzählt, ja, ich bin die Treppe runtergefallen, dann ist das eine verbale Information. Gleichzeitig gibt es dazu aber auch eine gefühlsmäßige Information, die in dem Falle der Verdrängung nicht stimmt. Denn das Gefühl, was diese Person, wenn sie das erzählt, ich bin die Treppe runtergestürzt, bei uns hinterlässt, ist eins von, meine Güte, was ist da passiert? Und man fragt sich dann vielleicht, und ich kenne diese Arbeit, kenne dieses Phänomen aus meiner Arbeit, man fragt sich dann, wieso ist da so viel Schwere, so viel Traurigkeit, so viel Aggression, so viel Verzweiflung? Wieso ist da so ein energetischer Ball bei einem doch, sagen wir mal, relativ kleinen äußeren physischen Ereignis? Das heißt, das, was passiert ist, passt nicht zu dem Gefühl, was damit rüberkommt und verbunden ist. Ein weiterer Hinweis auf Verdrängung sind zum Beispiel auch psychosomatische Erkrankungen. Das heißt Erkrankungen, die keine wirklich körperliche Ursache haben. Psychosomatische Erkrankungen sind körperliche Phänomene, die ausgelöst werden durch die Unfähigkeit der Psyche, das, was der Mensch erlebt hat, zu verarbeiten. Das kann im Kleinen anfangen, dass ein Mensch sehr viel Stress hat, mit dem Stress aber psychisch nicht klarkommt und dann diese Stressenergie im Körper manifestiert wird. Zum Beispiel durch eine Immunschwäche oder verstärkte Kopfschmerzen und so weiter. Das Gleiche passiert natürlich auch bei traumatischen Erlebnissen, bei sexuellen Übergriffen. Das Trauma ist so groß, dass der Mensch bewusst damit nicht klarkommt. Damit ist die Energie aber noch nicht weg. Damit ist das Erlebnis nicht verarbeitet. Also wird es verdrängt und ins Unterbewusstsein abgelagert. Damit ist die Energie aber immer noch da und gleichzeitig weiterhin aktiv. Und oft ist es so, dass diese Person körperliche Symptome entwickelt. Regelrecht Krankheiten. Das kann anfangen von Migräne bis hin zu Brustkrebs. Das sind Erkrankungen, die sich äußerlich nicht unbedingt durch Bakterien und Viren und andere einwirkende Faktoren erklären lassen. Dauerdurchfall, Magenkrämpfe. Zum Beispiel Magersucht, Fresssucht, Bulimie und viele Erkrankungen mehr. Diese Krankheiten sind quasi das Ventil für die Seele, um diese Energie, um diese Verletzung überhaupt kanalisieren zu können, irgendwie ausdrücken zu können. Und der Körper wird zum Austragungsort dessen, was diese Person erlebt hat. Das können zum Beispiel auch Hauterkrankungen sein. Man sagt ja auch, dass die Haut ein Spiegel der Seele ist. Das gibt natürlich Fälle und Fälle. Es gibt auch Menschen, die haben die schwersten traumatischen Erlebnisse durchleben müssen und deren Haut ist perfekt. Aber es gibt eben auch Menschen, die diesen inneren Konflikt, dieses innere Aufschreien nicht verbal über den Mund leben, sondern über ihre Haut, die aufschreit, die aufblüht. Menschen, die unterdrückte Aggressionen haben, die sich so kratzen, wie als würden sie aus der Haut fahren. Autoaggression. Autoaggression kann auch ein Zeichen sein, ein Hinweis sein auf Verdrängung. Dieser Mensch ist unendlich gestaut. Er könnte die Welt aus den Angeln reißen. Er hat so viel Aggression in sich, unterdrückte Aggression wohlgemerkt, einfach deshalb, weil er so tief gedemütigt wurde. Er hat aber keine Möglichkeit gefunden, noch keinen Weg gefunden, diese Aggression ganz bewusst zu leben, indem er zum Beispiel Grenzen setzt, indem er auch diese Aggression ganz bewusst in einem geschützten Rahmen rausbringt, indem er diese Aggression benutzt, um etwas in seinem Leben zu verändern, um sich zu befreien. Diese Aggression, die auch oft von außen in ihn hineingeschlagen wurde, regelrecht, ist da, aber findet kein Ventil, kann nicht raus. Und sucht sich dann Wege,
über den Körper. Autoaggressionserkrankung, Autoimmunerkrankung. Das sind Prozesse, wo der Körper sich quasi selbst angreift. Man richtet dann die Aggression nicht mehr gegen den Täter oder gegen etwas im Außen, sondern tatsächlich gegen sich selbst, zerstört sich selbst. Ein anderes Autoaggressionsverhalten ist das, dass sich Betroffene tatsächlich auch selbst verletzen. Sie schneiden sich ihre Arme auf, geißeln sich zum Beispiel durch Magersucht oder auch Bulimie, verletzen sich, kratzen sich auf, kauen an ihren Fingernägeln, reißen sich die Haare aus, schlagen sich. Wenn ein Mensch so ein Verhalten an den Tag legt, stellt sich immer die Frage, muss man sich die Frage stellen, warum bist du so hart zu mir? Warum bist du so hart zu dir? Wo kommt diese Aggression her? In den meisten Fällen können die Betroffenen diese Frage nicht beantworten. Sie haben keine logische Erklärung für das, was sie tun. Und das ist ein Hinweis auf Verdrängung. Denn die Verbindung von dem Gefühl, von der Energie zu dem Erlebnis, die fehlt. Es kann auch sein, dass ein Mensch sehr depressiv ist, sehr traurig und nicht weiß, warum. Und sicherlich ist Depression nicht immer ein Hinweis auf Verdrängung. Die Frage ist nur, wenn ein Mensch sehr traurig ist, sehr viel weint, todunglücklich, was ist passiert, dass er solche tiefen Gefühle hat? Sind sie einfach nur durch sich heraus entstanden oder gab es ganz logische Erlebnisse in seinem Leben, die ihn so traurig machen? Wenn ein Mensch in unserem sozialen Umfeld stirbt, aus unserem näheren sozialen Umfeld, sind wir traurig. Das macht Sinn. Hier gab es einen Todesfall und gibt es Trauer. Menschen, die scheinbar grundlos todtraurig sind, tieftraurig sind, nicht mehr leben wollen, keinen Lebensmut und Lebenswille haben und keine logische Erklärung dafür haben. In solchen Fällen ist es immer gut, mal hinzugucken, ob dort ein Verdrängungsmechanismus vorliegt. Denn in dem Moment, wo man dieses Erlebnis gefunden hat, wo es das Unterbewusste wieder freigibt, dann ist die Verbindung hergestellt zwischen dem Ereignis, zwischen dem auslösenden Ereignis und dem Gefühl. Und der Betroffene fühlt sich gleich viel besser, denn plötzlich macht die Traurigkeit Sinn. Ach, okay, deshalb. Es ist nicht mehr das Fass ohne Boden, die Krankheit ohne Namen, sondern plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich lassen sich die einzelnen Bruchstücke zueinander zuordnen. Und das größere Bild vervollständigt sich. Das ist noch nicht der Schritt, der letzte Schritt, sprich die ultimative Heilung. Aber es ist ein erster und sehr, sehr wichtiger Schritt. Das Erlebnis, das verdrängte Erlebnis, den heutigen Gefühlen zuordnen zu können. Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich darauf hinweisen, mit äußerstem Fingerspitzengefühl bei so einem Thema vorzugehen. Wenn du einen Menschen kennst oder selbst gewisse körperliche Symptome hast, dann zeige nicht mit dem Finger auf den oder auf dich und sag, okay, das ist ein Verdrängungsmechanismus. Mit einer Hobbypsychologen Herangehensweise an so ein großes, schwieriges Thema kann man sehr, sehr viel Schaden anrichten. Ich möchte hiermit lediglich Hinweise geben, Denkanstöße geben. Und natürlich ist jeder Mensch anders und jeder Fall von sexuellem Missbrauch und Gewalterfahrung ist komplett anders, obwohl es mit Sicherheit auch immer wieder Parallelen und ähnliche Muster gibt. Ein weiterer Hinweis auf Verdrängung kann sein, dass Menschen sich tatsächlich an gewisse Zeitspannen in ihrem Tagesablauf nicht erinnern können. Das ist dann eine Amnesie. Eine teilweise Amnesie, wo Menschen tatsächlich Erinnerungslücken haben. Oft sind diese Erinnerungslücken gepaart mit körperlichen Symptomen. Das heißt, zum Beispiel eine Person hat blaue Flecken und weiß nicht genau, was sie letzten Freitagabend von 6 bis 12 getan hat. Kann sich nicht mehr erinnern, hat aber am folgenden Tag diese körperlichen Symptome. Oft ist es aber auch so, dass Menschen tatsächlich diese Erinnerungslücke haben ohne die körperlichen Symptome. Dass sie unsicher sind, dass sie nervös werden, dass sie verunsichert reagieren,
wenn sie gefragt werden, wo sie in einem bestimmten Zeitraum waren oder was sie gemacht haben. Man spürt diese Verunsicherung, weil sie keinen wirklichen Draht zu dem haben, was dort passiert ist. Da ist ein Cut, eine Unterbrechung. Und sicherlich ist es normal, dass man sich nicht immer an alles erinnert. Wer von uns erinnert sich schon daran, was er vor 3 Wochen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit getan hat? Es geht hier um größere Zeitspannen, es geht hier um ganz aktuelle Erlebnisse, wo jemand einfach keinen Zugang hat und man spürt und dieser Mensch das Gefühl einem rübergibt, dort ist etwas Schreckliches passiert. Auch hier fehlt wieder die Verbindung zum Bewusstsein, zum bewussten Erinnern, zum bewussten Zulassen dessen, was geschehen ist. Zum Ende dieses Videos möchte ich noch einmal darauf hinweisen, mit diesem Thema wirklich mit Fingerspitzengefühl und mit Bedacht umzugehen. Wenn du Menschen kennst in deinem sozialen Umfeld, von denen du glaubst, dass sie sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben und diesen verdrängen, dann hilfst du ihnen am allermeisten, indem du sie siehst und für sie da bist. Und nicht indem du wild und wirklich mit der besten Intention anfängst, sie zu therapieren. Das führt nur dazu, dass sie noch mehr zumachen und sich zurückziehen. Zu diesem Thema gibt es ein besonderes Video vom Umgang mit Opfern. Und ich würde dir empfehlen, dir diesbezüglich Informationen zu holen und Hilfe, wie man mit Betroffenen am besten umgehen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du selbst von diesem Thema betroffen bist. Es hilft nicht, hier in so einem Moment in Panik zu verfallen und sich zu verrückt zu machen. Hol dir Hilfe, informiere dich. Und ganz wichtig, gehe Schritt für Schritt, so dass du dich wohlfühlst, dass du immer noch das Gefühl hast, dass du der Herr in deinem Leben bist. Denn du bist bereits verletzt worden und es bringt nichts, auf dem Wege der Aufarbeitung noch mehr Leid zu erfahren. Und wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Du unterstützt damit nicht nur mich, sondern meine Arbeit und vor allen Dingen das Thema. Du hilfst dabei, dieses Thema mehr in die Welt zu bringen, mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wenn du einen Menschen kennst, von dem du glaubst, dass ihm diese Information weiterhelfen kann, dann teile gerne das Video. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest, abonniere gerne meinen Channel. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Thank you.